Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, nicht 2, Brotherhood. Und hier haben wir gerade, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, sind 3 Gebiete verschwunden. 4 haben wir noch, sehe ich gerade. Eieiei, da haben wir noch einiges an Borgia-Türmen. Und ich sehe auch noch, den Animus können wir verlassen. Ich glaube, das mache ich auch. Wenn ich die Mission... Nee, schon vor den Missionen wahrscheinlich. Werde ich auch mal danach sehen, was es da so gibt. Erstmal, das ist noch zu teuer. Das könnten wir uns kaufen. Okay, ich kaufe mir alles unterwegs auch noch ein. Da ist der Schatz der Romulus. Und tja, da ist noch ein Versteck von den Romulus. Ich hätte da eigentlich schon hingehen sollen, aber... Genau, ich gehe dahin, also bis gleich. So, und dann bin ich auch schon hier. Und dann wollen wir nochmal eintreten im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wollte sagen eintreten und dann... Ja, genau, so, eintreten. Oh, erst tritt er diese Luken ein, ne? Dann will ich schon mal einen Wortwitz machen und dann macht er das nicht, was ich sage. So ein Schwein. So. Verstecke. Na, die sind schon besser geworden, die Verstecke. Aber Heuhaufen gibt's schon eigentlich seit dem ersten Assassin's Creed. Ich freue mich schon auf den dritten. Da gibt's nämlich nicht nur Heu... Ballen, sondern auch Büsche, wo man drin sich gut verstecken kann. Ja, ich sag schon so ein bisschen was aus Assassin's Creed 3. Ich hoffe, es stört nicht. Was haben wir hier zu tun? Nicht mehr als 3 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Okay, das heißt, ich darf... nicht Schaden nehmen? Hm, das kann ja nicht so schwer sein, oder? Zumindest hoffe ich das. Geht das Tor auf? Ah, fein. Und wir haben sogar einen Gegner auf dem Marker hier, also auf der Karte. Ich sehe ihn schon. Romulus verlangt seinen Tod. Der Assassine muss leiden wie Remus. Na komm. Waren sie das? Der Typ haut ab. Tod ist beschlossen, Assassine. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Warum müssen die das einen auch immer so schwer machen? Mann! Mann. Schneller, Ezio. Du Arsch! Egal. Ich habe meine Quadrate ja noch gewonnen. Also ich habe meine Quadrate noch. Also ich habe nicht durch den Tod der Synchronisation
litten. Oder? Es hat sich nämlich gerade so angehört, als hätte ich... Und was macht der da neben mir für Randale? Ah! Alter! Merda, welcher ist es? Ihr wollt mich verarschen, ne? Weiß, dass du hier bist. Kannst mich nicht verarschen. Ah, der flieht ja schon. Aber ich hab ihn nicht gesehen. Das macht das Ganze für mich unmöglich, ihn zu verfolgen. Echt? Wie soll ich ihn verfolgen? Wenn ich nicht weiß, wo er ist. Wo er war. Ich sehe nur einen roten Punkt. Naja. Alter! Wo ist er lang? Ist er da lang? Tod oder in Ketten hängen, wenn er so weitermacht. Boah, ich bin jetzt ein bisschen stinkig. Aber so richtig. Wo ist der Typ hin? Also dieses komische Zeug. Da, verfickt euch, Mann! Ich habe gerade einen getötet und denen ist das scheißegal. Ne, aber sorry, ich weiß nicht, wo er langgelaufen ist. Ziel lokalisiert, ich habe den nicht mal gesehen. Dass er noch nicht mal mehr sagt, hier kommt, der ist, Oh, leck mich, Mann, spring doch, du verdammte Muschi, Alter. Oh, ich dreh gleich durch hier. Ich töte gleich wahllos Leute, nur um weiterzukommen. Ach, weißt du was? Mach ich jetzt einfach. Du stirbst! So. Bin ich böse? Ja, bin ich. Sorry, Leute, aber ich wusste echt nicht mehr, was, wohin er, Typ, abgehauen ist. Und wenn ich nicht weiß, wo er abgehauen ist, dann weiß ich auch nicht, wo ich lang muss. So. Wenn
normalerweise hätte ich ja was Gelbes sehen müssen, dann weiß ich auch, wo er abgehauen ist und dann hätte ich doch einfach hingemusst. Irgendwo nach da abgehauen, aber wo? Ziel lokalisiert. Die Karte hat nichts lokalisiert. Fickt euch! Jetzt mal ehrlich. Oben oder unten, wo muss ich lang? Die ganzen Menschen nerven. Warum sind die überhaupt hier? Was machen die hier? So, jetzt habe ich endlich den Weg gefunden. Oh, Pferd verfolgen. Ah, super. Jetzt wird's lustig. Ihr habt gesehen, wenn man die Borgia-Banner alle haben will, muss man hier sogar mitten in der Mission mal Boah, der hat mich damit abgebremst, dieser Arsch. Also muss man mitten in der Mission mal kurz was anderes machen. Ah, Mist. Das hätte ich kommen sehen müssen. Damit bremst er mich ganz schön. Alter, du kannst mich nicht. Madonna, damit habe ich nichts. Alter. So, die. Was hast du Schönes? Ach, nicht aufheben. Oh. Du hast doch bestimmt was Feines für mich, oder? Huss! Armer Bauer. Gift voll, Messer voll, alles voll. Dann jetzt voll, genau. Armbrustbolzen. Fehlen noch zwei. Und? Hat der die? Nö. Also bis jetzt läuft's ganz gut. Und noch einen Armbrustbolzen, bitte. Also, ich denke mal, die Mission ist erfolgreich abgeschlossen. Also die Nebenmission hier. 100%, kein Problem. Und du sollst den nicht aufheben. Bam. Genau. Da ist noch Geld. Bestimmt nur Geld. Oder ein Terrakotta-Gefäß. Terrakotta ist auch gut. Eieiei. Nochmal versuchen. Komme ich doch auch so rüber. Ich hätte eigentlich schon springen können, aber ach, was soll's. Ach, was soll's, genau. Ich frag mich nur, könnte man zurück? Way. Und raus da. So. Puh.
Wäre beinahe schief gelaufen. Kann ich immer noch sterben? Moment mal, der Ort kommt mir bekannt vor. Stimmt. Warum mir der Ort bekannt vorkommt, werde ich euch noch sagen. Also muss man wirklich einmal durchgespielt haben. Ich glaube sogar, ja. Stimmt, wir sind ja hier in Kolosseum. Da ist der dritte Schlüssel. Fehlen noch drei. Das heißt, die Hälfte haben wir schon geschafft. Oh, mal hier raus. Und volle Synchronisation erreicht. Mann, sind wir gut. Auch mein Ziel, volle Synchronisation zu erreichen. Ausweichen habe ich noch nie benutzt. Oh, naja. Bis jetzt können wir noch nicht mal den Status gesucht erreichen. Stelle ich gerade fest, aber naja, das wird sich bald ändern, wenn wir der Story weiter folgen wahrscheinlich. Aber noch können wir uns erfreuen, dass man uns in Rom noch nicht so gut kennt. Auf jeden Fall, das war's erstmal für heute und ich sag bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwinita.